Hallo und herzlich willkommen. Heute will ich euch mal einen kleinen Einblick auf den neuen Patch 9.16 geben. Der beinhaltet einige neue HD-Panzer, eine neue Karte, einen neuen schwedischen Panzer, der Vorbote des schwedischen Tech Trees ist, der wohl mit 9.17 kommen soll. Auch ein paar Modifikationen wurden ins Spiel eingefügt und auch was gegen die Stimmung wurde getan. Also doch einiges dabei. Aber wir fangen zuallererst mal mit den HD-Panzern an. Und wir sehen hier schon eine der neuen Modifikationen, und zwar das Panzerkarussell, so kann man es sagen. Das lässt sich über die Settings und dann kann man hier Vehicle Panel aktivieren und dann Two Level, also hat man zwei Reihen. Eine der beiden Modifikationen, die reingerutscht sind, denn die andere ist hier in dem Feedback-Menü und da seht ihr mögliche Sachen, die ihr einstellen könnt. Ihr könnt natürlich diesen Standard Fire Indicator lassen oder den Advanced, dann seht ihr woher, wer geschossen hat, auch mit welchem Schaden, ob geblockt oder sonstiges. Critical Hit, wie ihr hier alles seht, kann man wirklich alles einstellen. Ihr könnt natürlich euch auch den Damage anzeigen lassen, den ihr gemacht habt, den geblockt wurde, der mit der Unterstützung gemacht hat. Also alles wirklich, was man sich so anzeigen lassen will, sehr schön und auch Battle Events kann man da ein- und ausschalten und auch da Drag Destroyed oder sonstiges. Also diese beiden Modifikationen, die da reingekommen sind, sehr schön. Die haben sich jetzt gerade angeboten zu zeigen, denn jetzt gehen wir zu den HD-Panzern eben von diesen Two Panels. Der T26 ist der erste. Ich erzähle dazu wie immer nicht viel, sondern ihr dürft einfach genießen und schauen, wie Wargaming die HD-Panzer umgesetzt hat. Sehr schön. Wie immer, die HD-Panzer, die können sie wirklich. Der A43 hier. Hier oben seht ihr übrigens, da gibt es nochmal Missionen für das ausgewählte Fahrzeug. Auch das ist jetzt neu, dass das jetzt so ein bisschen leichter gemacht worden ist. Und übersichtlicher. Also auch hier wurde wieder viel dem Thema Übersichtlichkeit gewidmet. Die ATS-51. Auch hier drin sehr schön zu sehen. Wirklich diese Abnutzungsspuren. Natürlich mit dem geriffelten Rohr, wo man so eigentlich viele HD-Panzer direkt gut erkennt. Und bevor wir jetzt zu den Deutschen gehen, gehen wir noch mit den Russen weiter. Matilda 4. Und KV 220-2 bzw. der Beta. Und bei den Deutschen, da haben sie mit am meisten getan und daher schauen wir uns die auch alle in Ruhe an. Wir beginnen mit dem allerkleinsten, dem Leichttraktor. Nehmen den Panzerkampfwagen 3 Ausführung Edern nach. Also wie gesagt, hier geht es bitte nur um die Optik, die Werte oder sonstiges rechts. Ihr seht viele rote Werte, weil ich einfach keine tollen Crews reingesetzt habe, sondern einfach schnell ausgebildet, dass wir uns die in Ruhe anschauen können. Panzerkampfwagen 1 Ausführung C. Unsere kleine Rennsemmel, kann man fast sagen. So, dann hier schon mal wieder ein etwas größeres Gerät mit den Seitenschürzen. Der VK3002 M. Der Durchbruchswagen 2.
Und der letzte Deutsche ist auch eine Premium. Und zwar der Panzerkampfwagen B2. Auch einige Kratzer einstecken müssen. Die Seiten hier. Überarbeitet. Sehr fein. Dann wurden zwei Amerikaner angefasst. Der erste ist der T2 Light. Auch einer von der schnelleren Sorte. Der E4 Sherman. Und mit diesen zwei Panzern warst du schon wieder bei der amerikanischen Nation. Ein einziger Franzose hat es geschafft, nämlich der FCM 36 Pack 40. Besonders hier natürlich das Innenleben auch sehenswert. Und von den Franzosen direkt zu den Engländern. Crusader SP. Für Arti-Fahrer natürlich, die sehen ihren Panzer gar nicht so oft von außen, aber auch schön, dass diese hier mit Liebe gestaltet und designt werden. Nun zu dem 112er. Und den letzten, das ist der Type 5 Chiri, der hier auf HD gepolished wurde. Was leider noch nicht hier zu sehen ist, ist der neue schwedische Panzer, der STRV M42-57. Der ist ja wie gesagt eigentlich oder wird mit 9.16 kommen, aber eben der ist noch nicht enthalten, deswegen kann ich ihn euch jetzt hier nicht zeigen. Die Modifikation haben wir schon. Eine der meines Erachtens sehr sinnvolleren Änderungen, die mit dem Patch eingehalten hat, versteckt sich auch wieder in den Einstellungen, und zwar hier, Disable Chat with Allies. Das Thema wird sein, eigentlich war ursprünglich das so ausgesagt, dass kein Chat mehr möglich sein wird mit dem gegnerischen Team im Speziellen. Das ist aber jetzt doch wieder zurückgezogen worden. Man kann es wieder ein- oder ausschalten, aber ich finde allgemein das sehr sinnvoll, Thema Trash Talk, weil ich denke, zumindest 80% des Chats mit dem gegnerischen Team war eher ein Flame, denn eine konstruktive Kritik oder ein Beglückwünschen des Spiels, wie auch immer. Also von dem her, meines Erachtens eine sinnvolle Änderung. Das Thema Karten. Es gibt viele neue HD-Minimaps, die will ich euch nicht zeigen, aber eine will ich euch im Speziellen zeigen, das ist die Karte Paris, die ist nämlich neu. Hier schauen wir uns einfach kurz die Minimap an, sehen hier die beiden Startpunkte. Im Prinzip sehr spiegelverkehrt, also sehr viele ähnliche Spots. Damit sollte es kein Team geben, was großartig unterlegen ist, beziehungsweise im Vorteil ist. War eigentlich für den anderen Modus ursprünglich vorgesehen, hat es dann ja aufgrund der Ereignisse in Paris erstmal gar nicht ins Spiel geschafft und wurde dann jetzt wieder wird jetzt dann reaktiviert, wie ich finde, für den normalen Modus sehr sinnvoll, weil es eine sehr schön designte Karte ist. Also da, glaube ich, kann sich jeder darauf freuen und ich hoffe natürlich, dass die Karte am Anfang etwas häufiger vorkommt und man allgemein etwas mehr die anderen Karten wieder sieht. Eine sinnvolle neuere Option ist auch eher den Schusseln unter uns gewidmet. Und zwar kann es natürlich jedem mal passieren, dass man einen Premium-Panzer verkauft. Machen wir jetzt einfach mal mit dem dicken Max. Sell. So. 648050. So. Habe ich jetzt verkauft. Und jetzt merke ich, Mist. Habe ich mich doch vertan. Den hätte ich ganz gern. Früher hat man dafür den Support anschreiben müssen. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Der Support
braucht es nicht mehr machen, allerdings nur für Panzer, die mit 9.16 oder danach verkauft werden. Alles, was davor ist, müsst ihr weiterhin den Support anschreiben, weil jetzt ist eben die Möglichkeit des, ich kann hier auf Recover drücken und kriege hier für den Preis, der hier oben natürlich immer steht, das Ding zurück und schon ist er wieder da. Also ich brauche jetzt nicht hier den wieder für Gold kaufen. Eine sehr sinnvolle Option, weil es gibt ja auch so Momente, vielleicht ist man unzufrieden mit dem Panzer, verkauft ihn aus einem gewissen Trotz heraus und merkt im Nachhinein, hat man da Schmarrn gemacht und man hätte ihn doch ganz gern wieder. Also, wie gesagt, eine Option, die vielleicht nicht immer angewendet werden muss, aber wenn es mal nötig ist, erspart es einem viel Zeit und Muße. Eine Option oder eine Neuerung mit dem Patch, die ich euch nicht zeigen kann, aber kurz erklären kann, ist das neue Spotting oder der neue Spotting-Mechanismus. Der ist recht simpel. Es ist wahrscheinlich vielen von euch schon aufgefallen oder passiert, dass ein Panzer erst, nachdem er vielleicht zur Hälfte der Straße durchgefahren war, dann erst aufgegangen ist. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, sondern der Panzer geht deutlich früher auf. Das hat einfach mit Mechaniken von der Serverarchitektur im Hintergrund zu tun, dass diese Abfrage jetzt deutlich häufiger passiert und dementsprechend, wenn er da also durchfährt, er früher aufgeht. Damit hat man gerade bei schnelleren Panzern, die durch Straßen fahren, nicht das Problem, dass die vielleicht erst aufgehen, nachdem sie schon zwei Drittel des Wegs zurückgelegt haben, sondern schon im ersten Drittel aufgehen. Fürs Spielgefühl denke ich sehr, sehr sinnvoll und notwendig, um ganz ehrlich zu sein. Und eine Sache gibt es auch noch, die will ich ganz gesondert zeigen, das ist das Thema Vergleiche. Auch ihr habt das ein oder andere Mal bei mir in den Previews gesehen, dass ich Vergleiche auf einer externen Webseite machen musste. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Dafür gibt es jetzt auch ein neues Feature. Ich kann jetzt hier sagen, ich will jetzt mal wissen, wie ist denn der Tiger 1? Dann sehe ich hier unten, da kommt schon so ein kleiner Vergleich mit dem Tiger P. So, dann habe ich hier unten hier die Liste. Und da hatte ich vorher das mal ausprobiert, deswegen schmeiße ich die beiden einfach mal raus und kann jetzt hier sagen, oh ja, die zwei, die finde ich spannend. Da bin ich also jetzt gespannt, wie sich die miteinander so vergleichen und mache hier Vergleich und sehe jetzt wirklich komplett mit der Crew. Ich kann auch sagen, bitte vergleicht es hier mit einer 100% Crew und ich will hier explizit die Top-Tier-Ausführungen sehen, so wie ich sie hier auch habe und kann jetzt sehen, wo ist der Unterschied zwischen den beiden Panzern. Im Schaden, im Durchschlag. Warum habe ich denn hier... Ach ja, da hat mich schon gewundert, dass die Feuerpause unterschiedlich war. Also der Schaden, der Durchschlag. Ich sehe jeden einzelnen Wert, den ich wirklich habe und ich sehe auch, wenn ich drüber hover, den Minus- oder Plusfaktor von dem anderen Panzer. Also finde ich eine sehr, sehr sinnvolle Option und macht es auch so ein bisschen leichter, sich vielleicht einzuschätzen und einzugrooven auf einen Panzer, um zu schauen, okay, wo hat denn der seine Stärken, wo hat er seine Schwächen? Mit welchem Panzer kann ich denn derzeit gut und welchem kann ich schlecht und wie vergleicht sich denn der mit dem anderen? Das war's, so die wichtigsten Sachen von dem Patch, die damit einhergegangen sind. Ich denke, viele sinnvolle Lösungen, gerade für Leute, die Vanilla spielen, sind die beiden Mods, die jetzt integriert worden sind, sehr schön. Also ich persönlich freue mich auf den Patch und sobald es den schwedischen Panzer zu spielen gibt, werde ich euch den natürlich auch noch präsentieren. Damit hoffe ich, die kleine Preview vom neuen Patch hat euch gefallen. Ihr lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute, euer Alcaramba.